So, schreiten wir mal durch den Nebel. Den Typen kennen wir schon. Das ist der nette Kerl, den wir da oben auf den Mauern gesehen haben. Und weil der hier als Boss ist, hätte ich so gerne mal gewusst, was passiert wäre, wenn man den da oben auf der Mauer besiegt hätte. Aber jetzt nur wir zwei, ohne dass da irgendein Larry dazwischen funkt. Man könnte da hinten auch die Balliste benutzen, um den zu bekämpfen. Aber das habe ich vom Timing her noch nie hingekriegt. Aber es ist krass, was so ein paar Level ausmachen, wenn ihr euch mal überlegt, wie wenig Schaden ich dem bei unserer ersten Begegnung gemacht habe. Verdammt. Nein, zu früh. Da ist er tot. Ich finde, der Typ ist ein sehr cooler Boss. Ring der Klingen. Ich habe noch einen Ringplatz frei. Erhöht körperliche Angriffe. Ja, das trifft sich ja super. Der Typ, ich finde den, also sein Auftreten und so, das ist ein mega cooler cooler Boss. Leider passiert nichts. Und da kriege ich nochmal Gamaschen. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Da kann man nämlich runter. Und dann kann man da runter. Und kriegt hier ein komplettes Rüstungsset. Ich hoffe, ich habe da oben nichts übersehen, dass da noch irgendwas ist. Wo läuft denn der hin? Will der mir jetzt durch den Bossraum... Ich könnte den töten und dann hätte ich noch ein paar Seelen mehr. Wo kommt denn die Wache da vorne her? So ein paar Level ausmachen können, ne? So. Ach, ich Idiot.
Ich muss ja gar nicht zurücklaufen. Ich meine, doch kann ich, aber muss ich nicht. Und hier will ich ja sowieso hin. Wo kommt denn der her? Ich weiß es echt nicht. Aber er hat einen Lebensstein für mich. Das finde ich super, dass er mir den noch gebracht hat. Lauf. Ah, gehen wir einmal da hoch. Gucken uns das an. Und schon sind wir hier. Und das ist so ein bisschen das Gefährliche. Oder was heißt das Gefährliche? Das ist gemeine. Wenn man nämlich direkt das Nest untersucht, landet man hier. Oh, zwei Menschenbilder. Das freut mich. Und, ja. Kann damit sehr leicht das Rüstungsset übersehen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal leveln. Wir haben hier ein neues Feuer. Und wie ihr seht, sind wir auch in einem neuen Gebiet. Wir sind raus aus dem Wald. Und aktuell gibt es jetzt sogar zwei Gebiete, in die ich gehen kann. So. Zweimal da rein. Einmal Geschick. Belastung könnte ich auch mal erhöhen. Boah, wie viele Level ich machen kann. Und nochmal. Was macht das hier nochmal? Stärkt Wunder. Und das meine ich. Ich krieg so krass viele Level von einem Bosskampf. Das war in Dark Souls 1 nicht so. So, du gibst mir jetzt mal. Gesundheitssteine. Und der Schmied gibt mir jetzt bitte mal ein paar Pfeile. Ach, der hat ja auch 10 Titanitscherben. Das kann ich mir mal merken. So, und das ist schön. Bei der kriegt man Gesundheitssteine, bei dem kriegt man Pfeile und dann kann man aus Majula immer mit sehr wenigen Seelen rausgehen. Ja, ich habe jetzt zwei Gebiete, in die ich gehen kann. Da, wo ich eben hingebracht wurde und da, dass man fälschlicherweise oft, oder was heißt oft, ich weiß natürlich nicht, wie oft sowas passiert, aber ich habe es auch schon von anderen Leuten mitgekriegt, als das erste Gebiet vermuten könnte, einfach weil der Weg hier viel offensichtlicher ist. Als der Wald in die als in den Wald rein. Vorrichtung bewegt sich nicht. Und deswegen habe ich es schon öfter mitgekriegt, dass Leute einfach hier hingegangen sind und dann festgestellt haben, dass sie da falsch sind. Warum haben sie festgestellt, dass sie falsch sind? Einfach weil die Gegner hier stärker sind. Also zu stark, um direkt von Anfang an hierher zu kommen. So. Hier war doch. Ah, da, genau. So, was liegt hier denn Schönes rum? Nix, was ich jetzt sonderlich spannend finde. Also zumindest die Waffe nicht. Die Seelen nehme ich natürlich immer gerne.
Das ist ein Gebiet, das mir optisch sehr gut gefällt. Das sieht so cool aus. So, aber bevor ich jetzt gegen diesen netten Rittersmann hier kämpfe... ...will ich erstmal an das Feuer hier... ...und mich hier ein bisschen ausruhen, dass ich im Falle meines Todes hier wieder spawnen kann. Ich habe vergessen, dass der einen Dreierschwinger macht. Ja, und die sind echt ätzend. Wenn man jetzt schon aufgelevelt hat. Die Typen, die sitzen hier rum. Manche sind aggressiv, manche bleiben sitzen. Ich hab... Da würde mich die Lore mal ein bisschen interessieren, was es mit sich auf sich, was es mit denen auf sich hat. Weil die sind halt einfach irgendwie da. Aber ich habe keine Ahnung, warum oder wer die sind. Also wenn ihr da was wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Das interessiert mich auf alle Fälle, weil die sind irgendwie cool. Die sehen aus wie so, ja, besiegte Helden, sage ich jetzt mal. Die sitzen da wie ein stolzer Ritter mit Pfeil im Helm, aber gleichzeitig, ja, mit zerrissenen Gewändern, als wären sie komplett gebrochen. So, jetzt muss ich zugeben, bevor er jetzt aufschreit, nein, betätige nicht den Hebel. Ich weiß, dass man den Boss runterfallen lassen kann und der Boss dadurch sehr schnell tot ist. Aber ich will ja hier jetzt keinen Speedrun machen, sondern einfach gemütlich das Spiel durchspielen. Und da will ich auch den Boss normal bekämpfen. Hat immer ein bisschen mehr Spaßfaktor. Der Drache da oben. Ja. So, hier wird es jetzt ein bisschen tricky. Moment. Ach, da hätte ich ja fast was übersehen. Ich hätte ja sogar zwei Sachen fast übersehen. Aber hallo. So. Du wirst mal genommen. Das hätte ich... Das ist so offensichtlich. Wie konnte ich das fast übersehen? Naja, gut. So, der eine wird ja jetzt mal abgeschossen, dass er rauskommt. Den würde ich ja gerne mal versuchen, ob ich es hinkriege, dass sie runterfallen. So, für dich suche ich mir eine bessere Kampfposition aus. Schneller. Oh! Die werden wohl automatisch mitgetriggert, wenn der tot ist. Okay. Da habe ich Glück gehabt, dass er auf der Treppe nur über mich liegt.
dadurch konntest du jetzt doch relativ einfach machen. Alte Ritterrüstung, das Ding ist so scheiße schwer. Konnte ich mit bei meinem ersten Durchlauf mit meinem Ritter irgendwann mal anziehen, was ich super fand. Hui. So, und hier wird die zweite Plattform angehoben. Wie gesagt, ich weiß, man muss es nicht, aber kann ich darüber springen? Bestimmt. Aber das will ich nicht. So, bist du einer von denen, die aufstehen? Oder bleibst du sitzen? Der steht, glaube ich. Also den muss ich sowieso töten, weil ich an die Truhe will. Ich weiß nur nicht, ob er von sich aus aufsteht. Diese verzögerten Angriffe sind nicht viel passend. Der sitzt noch. Da ich selbstverständlich da drüben nicht kämpfen will, schieße ich ihn einmal an, dass er hier rüberkommt. Okay, das hat ganz gut geklappt. Dann kann ich jetzt auch da drüber gehen und die Truhe öffnen. Ring des Bindens. Ja, bei Thomas. Da ist er. Da haben wir den Ring. Welchen habe ich denn jetzt an? Der gegnerischen Balance, ich weiß gar nicht. Inwieweit sich das bemerkbar macht. So. Und ein neuer Bosskampf. Aber man kann ganz gut sehen, den kann man auch gut besiegen, ohne dass man den da runterfallen lässt. Und da bekommen wir die Drachenreiterseele. Das war's schon, ja. Das ist kein sehr starker Boss. So, hier haben wir ein Feuer. Aber bevor wir irgendwo hinreisen, reden wir mal mit dieser holden Jungfrau. Are you from these parts? My name is Lysia. I have come to spread the art of miracles, a practice of which I am a disciple. I can see that you are well suited to comprehend their wondrous power. But the cost of it? That's for your heart to decide. I'd heard awful rumors about this place, and I'm afraid they were all true. The king,
gone. The earth ravaged. The burden on the people weighs heavy. I fear that by now they may have scarce room in their hearts for miracles. Why did I come here? Well, do I need any other reason than to spread the gospel of miracles? My preceptor always said this art should be shared with the world. And such is my only wish. Sometimes I fight the urge to pack up and go back home. It is... well... I must do this. And being out here all alone only makes this a more fitting test of my fortitude. I expected this cathedral to be bustling, but there's hardly a soul to be found here. Without any goings-on, I'll have to move soon. To a place I could gull... sorry. Help the gullible by teaching the good word. Wo sie die Gläubigen übertölpern kann. Ja. I expected this cathedral... Okay. Sorry. So, die ist aber sehr interessant für mich. War sie nie, weil ich nie mit Wundern gespielt habe. Was ist denn das? Erhöht Willen. Aber jetzt ist sie sehr interessant. Das ist nämlich eine Wunderverkauffrau. Okay, Moment. Heilen habe ich. Medizinische Heilung. Stellt Gesundheit wieder her. Wunder sind vor langer Zeit überlieferte Geschichten der Götter. Nur wenige der ersten Folianten sind noch vollständig. Die meisten der heute im Umlauf befindlichen Exemplare sind Restaurationen. Große Heilung. Ah, okay. Es gibt große Heilung und es gibt Auszug aus großer Heilung. Das heißt, große Heilung hat den gleichen Effekt, nur kann ich es öfter benutzen. Um den äußerst schwierigen Folianten der großen Heilung richtig umzusetzen, bedarf es umfangreicher Erfahrung. Das macht ihn nur für einige Auserwählte zugänglich. Auffrischung stellt Gesundheit nach und nach wieder her. Von Generation zu Generation wird eine Legende weitergegeben, der zufolge diese Ritterbande einst einen Giftdrachen erlegte, der ein ganzes Land bedroht hatte. Große Menge TP langsam wieder her. Die funktionieren ungefähr so wie die Gesundheitssteine, die so langsam die Gesundheit regenerieren. Ein vom heiligen Ritter Forsalle von Lindel, gemeistertes Wunder. Seine Feinde fürchteten ihn für seine dämonischen Kräfte. Schleichendes Gebet, ein Elementarwunder für Kleriker. Reinigt den Körper und entfernt alle Gifte. Betrifft Wirker und Verbündete in der Nähe. Dieser jüngst entwickelte Zauber ist möglich, womöglich kein echtes Wunder. Wucht erzeugt eine Schockwelle, die Gegner umstößt. Stößt nahe Feinde zurück, aber verletzt sie nicht. Und wir keinen direkten Schaden, kann mit etwas Fantasie aber hocheffizient sein. Ja, da kann man Gegner halt irgendwo runterschmeißen und so. Das finde ich cool. Braucht man aber eigentlich nicht. Was ist das? Rad. Ein Wunder für jene, die sich verirrt haben. Offenbart Nachrichten aus anderen Welten. Unzählige Welten überkreuzen sich. An ihren Schnittstellen rufen irrende Seelenverwandte einander flüchtige Nachrichten der Hoffnung zu. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, was das bringt. So, der Blitzspeer, der wäre mal interessant für mich. Der Name des Clans gerät in Vergessenheit. Doch das, nee, dieses Wunder erzeugt ein Blitzspeer. Er soll das Erbe eines alten Clans sein, dessen Anführer als Sonnengott verehrt wurde. Von Gwyn. Ich glaube, das ist die erste... Ja, der Name des Clans gerät in Vergessenheit, doch das protzige Strahlen unseres prachtvollen Vaters soll niemals verblassen. Ich meine, gut, wenn man Dark Souls 2 vor Dark Souls 1 gespielt hat, kennt man ja die Zusammenhänge nicht. Aber hier ist so ein Zusammenhang zu Gwyn. Ich glaube, das kaufe ich mal. Einfach, dass ich weiß, wie viel Willenskraft-Level ich brauche. Den Rest. Ich meine, Gift
regenerieren. May the power of miracles be with you. Kann super sein. Offer your souls to the gods. Wie viel Wille habe ich jetzt eigentlich? Zweiundzwanzig bräuchte ich. Das ist doch alles sehr gut möglich. So, die restlichen Seelen werden in Level investiert. Na, mach ich, da knall ich Wille jetzt einfach mal hoch. Was soll der Geiz? Die zwei Level. So, jetzt brauche ich aber noch 700 für noch ein Level. Aber die kriege ich doch hin. Du gibst mir 800. So. Ich will mal ein Wunder ausprobieren, mit dem ich auch kämpfen kann. Okay, dann, wie geht's jetzt weiter? Okay, ich glaube, wie es weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal. Denn für heute ist mal wieder Schluss. Wir haben einiges gepackt jetzt. Wir haben drei Bosse besiegt. Den kompletten Wald der Riesen erkundigt. Erkundet. Keine Ahnung, ob ich da jetzt noch irgendwas übersehen habe. Falls ja, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo, wenn ihr mehr von Dark Souls sehen wollt. Und ja, wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Tipps oder Tricks oder Hilfen habt, schreibt es in die Kommentare und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.